Ich war aufgeregt und ich war auch sehr schüchtern, wie es war. Aber ich habe dann gesehen, die Menschen waren sehr nett und habe ich dann sehr viele Freunde gemacht. Das Turnen, das Lernen. Und ich bin froh, dass ich solche Freunde kennengelernt habe. Es ist besser als nur nach Hause sitzen und auf Handy schauen. Das ist besser, voll besser. Volksschule Lerchenfeld ist sehr nett. Da kannst du sehr viel lernen und auch über Berufe lernen, wie man redet und sehr viele Dinge zu machen. Ja, willkommen in der Volksschule Krems Lerchenfeld. Bei uns ist eigentlich alles besonders. Von den Kindern angefangen bis übers Lehrerteam. Wir sind wirklich eine Gemeinschaft. Eine Besonderheit ist natürlich der Atelierunterricht, der jede Woche stattfindet, wo die Kinder jahrgangsübergreifend gemeinsam an Sachthemen arbeiten, experimentieren, forschen, hinausgehen und gemeinsam arbeiten. Somit lernen sie sich besser kennen. Es gibt weniger Konflikte in den Pausen, weil einfach jeder jeden kennt. Ganz besonders für die Kinder ist natürlich der neue Turnsaal mit Kletterwand, Slackline. Wir haben extrem viele Freiflächen für die Kinder zur Verfügung. Es wird ganz viel im Freien auch unterrichtet, in jeder Pause hinausgegangen. Ja, wir leben hier. Ja, da erforscht man dann die Natur, zum Beispiel die Blätter. Wenn in einer anderen Schule genau dasselbe gibt, dann sollte man etwas darüber wissen. Ja, nach der Volksschule werde ich in NMS gehen und sehr viel lernen und dann gehe ich meinen Beruf lernen. Weißt du schon, was du werden willst? Ja, eine Künstlerin. Wir haben eine Kooperation mit der Musikschule der Stadt Krems, die uns unterstützt bei der unverbindlichen Übung Chor. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, dass wir vor Ort Musikinstrumentalunterricht anbieten, also die Musikschule zu einem vergünstigten Preis. Und dann auf der Klangturm, da waren wir mal oben. Das Coolste fand ich halt, wo wir da oben waren. Das war so die gute Aussicht. Ja, also eigentlich sehr eine schöne Schule.